Jetzt haben Sie heute gesagt, Sie bleiben bis 2024 auf alle Fälle im EU-Parlament. Das heißt, Sie werden die Landesleitung praktisch auch viel virtuell führen. Wie wird das funktionieren? Wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man praktisch mit den ganzen Aufgaben, die man im EU-Parlament hat, wo man natürlich auch viel unterwegs ist, nicht so oft im Land ist, das am besten koordinieren? Die Sabine Schäffknecht bleibt Klubobfrau. Das heißt, dieser enge Austausch, nehme ich an, wird in den nächsten 2 Jahren auf alle Fälle weiterhin sehr oder wird noch sehr viel intensiver sein. Auf jeden Fall. Also manchmal, wenn ich am Wochenende hier unterwegs bin, dann fragen mich die Leute, bist du auf Heimaturlaub da? Aber ich lebe hier. Ich wohne in Schwarzenberg, ich verbringe sehr viel Zeit da und probiere ja auch viel Homeoffice hier zu machen. Das hat sich auch durch die Pandemie ein wenig geändert, wie sicher viele Leute kennen aus ihrem Berufsalltag, dass man auch das digitale Arbeiten viel stärker verankert hat. Und ich werde natürlich probieren, noch mehr Zeit hier zu verbringen. Aber wir haben uns da alle schon sehr daran gewöhnt. Der Gerhard Lorke ist ja oft auch aus Wien zugeschaltet und wir haben da schon eine gute Art und Weise gefunden, wie man auch das Arbeiten in Distanz ermöglichen kann, damit umso mehr Leute teilnehmen können und wir diese Stärke auch nutzen können bei NEOS in Vorarlberg.